Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder ein kleiner Squad-Builder. Mein momentanes Lieblingsteam zeige ich euch heute in der 3-5-2-Formation. Es ist ein Mix aus Brasilianern und Serie A-Spielern in Silber und Gold. Und im Tor habe ich Neto für gerade einmal 2400 Münzen gekauft. 80 Reflexe, 74 Hechten. Bloß, ich muss euch sagen, er ist deutlich besser, als hier auf der Karte steht. Er hat richtig gute Paraden schon gezeigt und er hat auch unmögliche Bälle schon rausgehauen. Guter Torwart, sehr guter Torwart sogar. Jetzt gehen wir weiter zum Innenverteidiger. Das ist einmal Manuel von Atletico Paranense für 15.000 Münzen nur noch. Ist zwar relativ teuer, aber er ist es definitiv wert. 80 Pace, 78 Defensive, 81 Kopfball, dazu noch 90 Sprungkraft und richtiges Tier. Er ist ein richtiges Biest. Er ist schnell, stark und an ihn kommt so schnell keiner vorbei. Und sein Partner ist Antonio Ferreira vom russischen Club Terek Grozny. 3500 Münzen, 81 Pace, 70 Defensive. Der Rest ist relativ scheiße, aber er ist schnell, er ist stark und passt perfekt in mein Team hinein. Und natürlich durch seinen Partner, den ich jetzt euch gleich zeigen werde, ist er natürlich genauso stark wie Manuel. Und zwar haben wir, nein, keinen Silberspieler, sondern das ist ein Goldener. Das ist Dede von Vasco da Gama. Sehr guter Kerl, sehr geiler Kerl. 2300 Münzen nur noch. 81 Pace, 81 Defensive, 82 Kopfball. Richtig gute Werte für einen Verteidiger. Und ja, was soll ich sagen? Er ist ähnlich wie Manuel. Sehr stark. Sprungkraft ist relativ hoch und sein Pace ist natürlich wichtig als Verteidiger. Und so schnell kommt an meiner Abwehr keiner vorbei. Jetzt geht's weiter zum rechten Mittelfeldspieler. Da haben wir den Leonardo von Red Bull Salzburg aus der österreichischen Liga. 5500 Münzen nur noch und 88 Pace, 84 Dribbling. Dazu hat er noch 4 Sterne Skills. Und was mir besonders wichtig war für einen rechten Mittelfeldspieler ist, dass er Linksfuß ist, weil ich halt eben gerne vorm Tor in die Mitte ziehe und versuche abzuziehen. Und das kann ich mit Leonardo super machen. Dann sein Partner im defensiven Mittelfeld, sein Nachbar, ist Sean von Fluminense für 3000 Münzen geholt. Relativ günstig, er war mal auf 8000 Münzen, jetzt haben wir ihn für 3000 bekommen. Richtig guter defensiver Mann, 83 Pace. Verteidigungswert ist nicht so hoch, aber durch sein Tempo holt er auch viele Mittelfeldspieler oder viele Stürmer halbwegs ein. Und dann braucht man ja nur noch reingrätschen und wenn man Glück hat, hat man den Ball dann erwischt. Von ihm, der Partner, ist auch wieder kein Silberspieler. Mein Gott, was ist los mit mir? Roberto Carlos, die Legende von Real Madrid, 2200 Münzen nur noch. Und zu ihm brauche ich nicht viel sagen. Er ist relativ schnell, passt stark, defensiv stark und ja, seine Longshots sind göttlich. Also für mich ist Roberto Carlos der Spieler mit den besten Longshots in ganz FIFA 12 Ultimate Team. Ich habe schon solche unmöglichen Dinger reingehauen aus einer Distanz, von der manche nur träumen können. Richtig guter Spieler, dazu kann er noch Freistöße auch noch schießen. Und ja, der Partner von ihm auf der linken Seite ist diesmal wieder Silber. Da haben wir Rafael Martinho für 3000 Münzen mit 89 Pace, 76 Dribbling, 4 Sterne Skills hat er und ich finde ihn richtig geil. Er ist schnell, wendig, dribbelstark, also tricksstark meine ich, und er kann gut flanken. Das ist sehr wichtig bei ihm. Er ist nämlich leider Linksfuß und da kann ich nicht so wirklich in die Mitte ziehen, aber egal, Flanken und Pässe kann er einigermaßen gut spielen. Jetzt gehen wir zum ZOM, zum magischen Sturmdreieck. Nein, das ist nicht Merkel, den hauen wir da raus. Es ist El Shaarawy, ist natürlich der wertvollste Spieler in meinem Team. 60.000 hat er gekostet, aber ich kann es euch nur noch sagen, er ist es wert und das habt ihr mit Sicherheit schon öfter gehört. El Shaarawy ist sein Geld wert. 5 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß, 81 Pace, fühlt sich an wie 85, 86, 79 Dribbling. Ja, ist jetzt nicht so hoch, aber im Spiel ist er deutlich stärker. Holt ihn euch, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Richtiges Biest. Dann weiter geht's im Sturm. Ja, wer soll's sein? Ibrahimovic, damit El Shaarawy 9 Chemie kriegt. Nur noch 37.000 Münzen. Ganz günstig geworden.
Und für mich ist Ibrahimovic der beste Stürmer im Spiel. Er ist sehr stark, schussstark, dribbelstark, 5-Sterne-Skills und seine Körperstärke. Boah, das ist Wahnsinn. Und Kopfbälle, 82, stimmt nicht. Er kriegt fast jeden Kopfball, weil er eben so stark ist und so groß vor allen Dingen. Ihr kennt ihn ja alle. Und ich sag's nochmal, er ist ein richtiges Biest. 296 Spiele und 350 Tore, sagt alles. Dann Alexandre Pato, sein Partner, 4500 Münzen. Über ihn brauche ich auch nicht viel sagen, jeder kennt ihn, jeder weiß, was er kann. 87 Pace, 82 Schießen, 85 Dribbling, 5 Sterne Skills. Was will man mehr? Schnell, wendig, dribbelstark und schussstark einigermaßen. Und er passt perfekt in dieses magische Dreieck vorne rein. Unschlagbar mein Team gewesen bis jetzt. 15 Spiele und ich glaube 11 Siege. Okay, unschlagbar nicht. Auf der Bank Danilinho, Giovinco, Starke, Lamela. Dann haben wir noch Neymar, Ronaldinho und dann noch den Piers. Ja, und die Reservespieler sind Seemann oder Zeemann, Christian Tello und Taylor. Alles in allem kostet das Team nur die Startelf 138.650 Münzen. Ist nicht gerade billig, aber liegt natürlich an El Shaarawy und Ibrahimovic. Ich kann euch empfehlen, das Team nachzubauen. Es ist wirklich geil und momentan mein absolutes Lieblingsteam. Und ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Schreibt mir doch eure Meinung in die Kommentare. Abonniert mich, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Tore und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Haxenbeier. Da, ba, bum, bo, a, ba, da.